Den VW Golf gibt es bereits seit 45 Jahren und laut Volkswagen wird aktuell weltweit alle 40 Sekunden ein Golf verkauft. Jetzt gibt es die 8. Generation des Volkswagen Golf und der soll intelligenter, leiser, sicherer und vieles mehr sein. Was er wirklich bietet, wie er sich fährt, wie es mit den Verbräuchen, den neuen Motoren und vor allen Dingen mit dem Komfort und der Sicherheit aussieht, das schaue ich mir jetzt an. Was wirklich neu ist im neuen Golf, das ist das Thema Bedienung hier im Innenraum. Denn ich finde eigentlich keine Schalter oder Drehregler mehr, sondern das sind alles Sensoren. Und so habe ich zum Beispiel links neben dem Lenkrad so ein Panel, an dem ich das Licht komplett verstellen und einstellen kann. Ich habe hier unterhalb des Touchscreens links und rechts jeweils die Möglichkeit, die Temperatur im Fahrzeug einzustellen. Und in der Mitte so eine Slidebar, so eine Touchbar, wo ich eben stufenlos diverse Funktionen im Fahrzeug regeln kann. Und es geht sogar so weit, dass ich, wenn ich das Automatikgetriebe bestelle, hier in der Mittelkonsole noch nicht mal mehr einen klassischen Schaltknopf finde, sondern eben auch nur so einen kleinen Joystick. Ein echter Hingucker ist das neue, leider optionale Head-Up-Display. Es ist gut ablesbar und zeigt alle wichtigen Informationen für die Fahrt. Der neue Golf ist jetzt 1,79 Meter breit und damit rund einen Zentimeter schmaler als sein Vorgänger. Aber viel wichtiger, wenn wir uns die Front anschauen, ist, wir haben jetzt an der Front das neue VW-Logo beim Fahrzeug und wir haben neue Scheinwerfer, denn der neue Golf hat immer LED-Scheinwerfer an Bord. Es gibt da aber noch deutlich mehr zu entdecken. Mit IQ Light bietet Volkswagen für den Golf nun auch LED-Matrix-Scheinwerfer an. Der Dynamic Light Assist aktiviert über die jeweils 22 LEDs pro Scheinwerfer bis zu 10 unterschiedliche, zum Teil interaktive Lichtfunktionen. Dank der Nutzung von Kartendaten in Kombination mit Fahrdaten wie Lenkwinkel und Geschwindigkeit sowie den Bildern der Frontkamera wird die Straße je nach Situation immer perfekt ausgeleuchtet. Mein Testwagen hat den 2 Liter Diesel an Bord und er liefert 110 kW bzw. 150 PS und maximal 360 Newtonmeter Drehmoment. Und ist hier gekoppelt mit einem 7-stufigen DSG, also dem Doppelkupplungsgetriebe. Und dieses Paket, das funktioniert hier im Golf wirklich gut. Es ist jetzt kein neuer Antriebsstrang, aber nichtsdestotrotz, damit habe ich immer genug Leistung, um es auch mal ein bisschen flotter angehen zu lassen, kann aber auch gemütlich cruisen und habe dann noch den Vorteil des Diesels, das heißt relativ geringe Verbrauchswerte. Und er macht wirklich Spaß. Was tatsächlich auffällt im Vergleich zum Vorgänger ist, das Auto ist wirklich sehr leise. Also ich habe kaum Abrollgeräusche, gut, bei niedrigen Geschwindigkeiten natürlich keine großen Windgeräusche, aber auch der Motor ist sehr schön gedämmt. Also das ist tatsächlich so ein Schritt besser nochmal als beim Vorgänger. Was bei unserem Golf sofort auffällt, das sind die schönen großen 18 Zoll Aluräder, die er drauf hat, sind aber leider nicht Serie. Gibt da schon kleinere. Jetzt aber zur Größe. Der Golf sieht im Grunde genommen von der Seite aus wie sein Vorgänger. Wir haben so die typischen Proportionen, auch diese typische sehr breite C-Säule, aber die Maße haben sich doch ein bisschen verändert. So ist das Auto jetzt 4,28 Meter lang und damit 2 cm länger als der Vorgänger. Viel wichtiger ist aber, der Golf ist jetzt 1,46 Meter hoch und damit rund 3 cm flacher als sein Vorgänger. Und deswegen sieht er einfach nur ein bisschen gestreckter aus. Außerdem haben wir einen Radstand, der hat ebenfalls 2 cm zugelegt. Und das sorgt einfach dafür, dass das Auto deutlich länger aussieht, einfach flacher daherkommt und somit nochmals sportlicher. Der neue Golf bietet, muss man fairerweise sagen, genau wie sein Vorgänger hier vorne für Beifahrer und Fahrer, auch wenn sie groß sind, so wie bei mir mit fast 2 Metern, wirklich sehr viel Platz. Man sitzt richtig gut im Auto und hat vor allen Dingen auch die Möglichkeit, nach wie vor das Lenkrad richtig einzustellen, wie man gut sehen kann. Wir haben jetzt hier im Auto kein Schiebedach, aber Kopffreiheit habe ich immer noch mehr als genug. Wie es hinter mir aussieht, wenn so ein Mensch wie ich vorne sitzt, das schauen wir uns jetzt an. So, jetzt habe ich mal angehalten, um zu schauen, ob ich hinter mich passe, ohne meinen Sitz zu verstellen. Und heute habe ich mir mal einen Assistenten dazugeholt. So, dann schauen wir doch mal, ob ich reinpasse, obwohl ich ja schon vorne sitze. So, also die gute Nachricht ist, ich komme rein. Ich habe vor meinen Knien noch ein bisschen Platz. Das liegt aber daran, dass ich immer sehr aufrecht sitze vorne. Der Sitz ist ganz unten, das heißt, meine Füße können sich eigentlich kaum bewegen. Und Kopffreiheit habe ich eigentlich auch keine mehr. Ich stoße mit meinen Haaren zumindest an die Decke. Aber ich bin halt eben auch nicht Gardemaß. Und ich denke, wenn 1,80 Meter vorne sitzen und würde und 1,80 Meter hinten und vielleicht auch beide 75 Kilo, dann geht das auch für eine längere Strecke. Die Sitze, die ich hier im Golf habe, die muss ich sagen, sind genau wie beim Vorgänger wirklich sehr bequem, bieten guten Seitenhalt. Und was ich eben auch mache, ich kann die Kopfstütze sehr schön einstellen. Die ist tatsächlich auch für große Menschen mehr als gut geeignet. Außerdem auch Schulterfreiheit habe ich wirklich mehr als genug. Und was wichtig ist, auch beim neuen Golf, trotz der großen C-Säule, habe ich wirklich einen schönen Rundumblick. Am Heck des Golf, auf den ersten Eindruck würde man sagen, er sieht so aus wie der Vorgänger. Aber es ist trotzdem einiges passiert. Zum einen gibt es jetzt auch hier
immer serienmäßig LED-Rückleuchten. Es gibt aber auch hier die Möglichkeit, mehr zu bekommen, je höher die Lichtsysteme sind. Denn dann kann ich zum Beispiel zum einen einen dynamischen Blinker haben. Und zum anderen gibt es jetzt einen neuen Effekt, den kennen wir schon vom Passat, nämlich dass das Licht umschaltet, wenn man bremst. Das sorgt einfach für eine höhere Aufmerksamkeit bei den hinterherfahrenden Fahrzeugen. Außerdem ganz wichtig, am Heck des neuen Golf natürlich auch hier das neue VW-Logo. Und jetzt steht der Golf-Schriftzug unterhalb vom Logo. Natürlich bietet der neue Golf bereits in der Basisausstattung die wichtigsten Assistenzsysteme. Dazu gehört unter anderem ein Spurhalteassistent und dazu gehört unter anderem auch ein Notbremsassistent, der halt nicht nur Fußgänger erkennt, sondern auch Fahrradfahrer, Tiere und so weiter und so fort. Und das macht wirklich Sinn. Das ist wirklich ein großes Plus bezogen auf die Sicherheit. Es gibt aber natürlich viele zusätzliche Assistenzsysteme und es gibt beim VW Golf jetzt auch ein wirklich großes neues Paket. Zusätzlich gibt es eine Ausweichunterstützung und einen neuen Abbiegeassistenten ab Werk. Wem das nicht reicht, der kann seinen Golf mit dem IQ Drive System nochmals komfortabler und sicherer machen. So sind unter anderem nun die neue vorausschauende Geschwindigkeitsregelung, der Stauendassistent und ein Ausstiegsassistent verfügbar. Thema Verarbeitung und Materialien. Natürlich erwarte ich vom Golf eine wirklich perfekte Verarbeitung und da enttäuscht mich auch der Golf 8 nicht. Es ist alles wirklich schön verarbeitet. Wenn wir über das Thema Materialien sprechen, dann muss ich jedoch sagen, ist es so, dass wir hier oben auf dem Armaturenbrett und im oberen Bereich der Türen natürlich Softtouch-Materialien finden. Darüber sehr schöne Materialien hier beim Armaturenbrett oder an den Türverkleidungen. Aber sobald ich unter das Niveau vom Armaturenbrett gehe, finde ich nur noch Plastik. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen schade. Wo ich gerade am Heck stehe, schauen wir doch mal in den Kofferraum unseres neuen VW Golf. Mit aufgestellter Rückbank, da bietet er genau wie der Vorgänger 380 Liter maximales Ladevolumen. Klappe ich jedoch die Rückbank um, dann wächst das Ganze an auf hier maximal 1237 Liter. Und das sind übrigens knapp 35 Liter weniger als beim Vorgänger. Bereits in der Basis bietet der Golf jetzt ein digitales Cockpit. Das heißt, ich finde hier vorne keine standardmäßigen Rundinstrumente mehr. Ich kann mir aber dieses digitale Cockpit so konfigurieren, dass ich natürlich auch Rundinstrumente sehe. Und serienmäßig habe ich ein 8,5 Zoll Infotainment hier in der Mittelkonsole als Touchscreen ausgelegt. Ich kann aber hier auch ein größeres Display bekommen. Das geht bis zu über 10 Zoll. Und es gibt das neue InnoVision Cockpit, ebenfalls für den Golf, wenn man es denn bestellen möchte. Für den neuen Golf gibt es 8 neue Antriebssysteme. Dazu gehören Diesel, Benziner, Erdgas, Mild-Hybride und Plug-in-Hybride. Und wenn die Motorenpalette mal komplett ist, dann bieten die Leistungen zwischen 90 bis rauf zu über 300 PS. Zu den wichtigsten Neuerungen bei den Motoren des Golf gehören sicher die 3 neuen Mild-Hybride mit 48 Volt Technik. Sie bieten 81, 96 oder 110 kW maximale Leistung und werden kurz nach dem Marktstart verfügbar sein. Ebenfalls neu ist der Plug-in-Hybrid, der seine 150 bzw. 180 Kilowatt Systemleistung aus der Kombination eines 1,4 Liter Benziners und eines Elektromotors bezieht. Dank einer 13 Kilowattstunden großen Batterie dürften zudem deutlich über 50 Kilometer rein elektrischer Reichweite möglich sein. Der Golf muss praktisch sein, deswegen ist das Thema Ablagen und Platz hier natürlich auch ein Riesenthema. Und ich finde im Golf natürlich in den Türen wirklich vernünftige, große Ablagesysteme hier vorne beim Fahrer und Beifahrer, hinten natürlich das Gleiche. Ich habe darüber hinaus hier in der Mittelkonsole vorne ein wirklich sehr großes Fach, das eben zum Beispiel bei mir im Auto auch das induktive Laden von Mobilgeräten bietet. Und habe darüber hinaus neben beim Automatikgetriebe, zumindest neben dem Schaltknauf, nochmal so ein kleines Ablagefach, relativ gut, um zum Beispiel einen Schlüssel oder einen Stift oder sowas reinzulegen. Darüber hinaus gibt es hier in der Mittelkonsole 2 Becherhalter, die ich aber auch wegdrehen kann, sodass ich ein größeres Fach kriege. Und natürlich habe ich auch noch ein bisschen Platz unter meiner Armlehne. Wichtig beim Golf ist, neben dem kontaktlosen Verbinden des Telefons, beim iPhone übrigens mit Apple CarPlay auch wireless möglich jetzt, habe ich hier zusätzlich noch 2 USB-Anschlüsse. Aber aufgepasst, das sind USB-C-Anschlüsse. Das heißt, im Zweifelsfall brauche ich für den 8er Golf einen Adapter. Beim Automatikgetriebe gibt es dank Shift by Wire nun ebenfalls eine Neuheit. So kann man bei niedriger Geschwindigkeit noch beim Vorwärtsfahren die Fahrstufe R einlegen. Und erst wenn die Geschwindigkeit gering genug ist, schaltet das Getriebe sanft in den Rückwärtsgang. Volkswagen darf aus rechtlichen Gründen noch keine Verbrauchswerte vor dem Verkaufsstart des Fahrzeugs bekannt geben. Aber ich bin jetzt als erstes den 150 PS Benziner gefahren und der hat bei mir im Durchschnitt knapp unter 7 Liter verbraucht, wie ich finde, ein vernünftiger Wert. Der Diesel, den ich jetzt gerade fahre, der ist ein bisschen sparsamer. Aktuell bin ich hier bei knapp unter 6,5 Litern. Fährt man den Golf jedoch etwas ruhiger, lässt sich der Verbrauch leicht auch in Richtung 5 Liter Diesel drücken.
Das war meine Probefahrt im neuen VW Golf 8. Was ich tatsächlich neu finde und woran ich mich wirklich gewöhnen muss, ist das Bedienkonzept im Fahrzeug. Denn ich habe nur noch Touch-Buttons oder Sensoren und es ist wirklich neu. Etwas, was man wirklich erlernen muss, aber nichtsdestotrotz wirklich schön gelöst. Außerdem, was richtig überzeugt, sind die neuen Assistenz- und Sicherheitssysteme. Denn die können jetzt wirklich teilautonom fahren und man fühlt sich einfach sicherer aufgehoben im Auto. Außerdem ist alles deutlich komfortabler geworden. Darüber hinaus gibt es das InnoVision Cockpit und das digitale Cockpit im Fahrzeug serienmäßig. Finde ich persönlich eine schöne Idee, muss man sich aber auch daran gewöhnen, denn das InnoVision Cockpit bietet so viele Einstellungsmöglichkeiten, dass man sich auch da erstmal zurechtfinden muss. Aber ich kann das Auto dann eben so konfigurieren, wie ich es für mich wirklich will. Richtig gut gefällt mir das neue Head-Up-Display, denn das ist ein vollwertiges Head-Up-Display, würde ich mir auf jeden Fall dazu bestellen. Was VW noch nicht kommuniziert hat, sind die Preise vom neuen Golf, aber man hat mir gesagt, der Einstiegs-Golf, der soll unter 20.000 Euro kosten. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn ich das erste Mal einen Plug-in-Hybrid oder einen von den neuen Mild-Hybriden fahren darf, denn ich denke, auch das wird sicherlich eine spannende Testfahrt.